heute feiern wir Pfingsten. Wenn etwas in Flammen steht, dann holt man die Feuerwehr. Aber wenn Menschen Feuer und Flamme sind für etwas, für einen Menschen, für eine Idee, dann braucht man keine Feuerwehr. Die Bibel erzählt uns, wie der Heilige Geist auf die Jünger herabkam und was er in ihnen bewirkt hat. Zungen wie von Feuer seien auf die Jünger herabgekommen. Das verängstigte Häuflein, das sich aus Furcht und Angst eingeschlossen hatte, war plötzlich Feuer und Flamme für diesen Jesus. Sie gehen hinaus auf die Straßen Jerusalems und predigen. Und es beginnt das, was wir heute Kirche nennen. Menschen, die Feuer und Flamme sind für diesen Jesus Christus, die begeistert sind im wahrsten Sinne des Wortes und andere auch begeistern und dafür entzünden können.